Es erscheinen laufend massenhaft unterschiedliche Videospiele. Bei einem besonders erfolgreichen Spiel ist es recht wahrscheinlich, dass ein zweites Spiel mit einem ähnlichen Titel erscheint. Oder ein drittes. Oder es wird zu einem Millionengeschäft wie Call of Duty oder Need for Speed. So eine etablierte Marke nennt sich dann auch Franchise. Aber auch erfolgreiche Spieleserien können in Vergessenheit geraten. Ich habe mal 10 Franchises rausgesucht, von denen wir in naher Zukunft vermutlich nichts mehr hören werden oder auch schon lange nichts mehr gehört haben. Seit 1998 durften Half-Life-Spieler auf dem PC in die Rolle des Gordon Freeman schlüpfen, um gegen Soldaten und Aliens anzutreten und dabei noch ein paar kleine Rätsel zu lösen, was für Shooter zu der Zeit noch recht unüblich war. Ab 2001 durften auch PS2-Spieler die spannende Geschichte erleben. Half-Life 2 erschien im Jahr 2004 für den PC, später noch für die Xbox und 2007 sogar noch für die Xbox 360 und PS3. Mit Episode 1 und 2 kamen noch 2 Erweiterungen auf den Markt. Die ebenfalls versprochene dritte Episode erschien jedoch nie. Und obwohl die Spiele sehr erfolgreich waren und immer wieder über ein Half-Life 3 spekuliert wurde, ist es inzwischen recht unwahrscheinlich, dass wir dieses Spiel jemals zu Gesicht bekommen werden. Denn Entwickler Valve verdient auch ohne ein neues Spiel haufenweise Geld mit ihrer Steam-Plattform und ihren etablierten Multiplayer-Marken wie Dota 2 und CSGO. Und vermutlich könnte man den immer höheren Ansprüchen der Half-Life-Fans sowieso nur noch schwer entsprechen. Forget about all this. Das erste Prince of Persia-Spiel erschien bereits 1989 auf dem Apple II und später auf vielen weiteren Systemen. Die meisten werden die Serie allerdings weniger mit dem 2D-Plattformer, sondern vielmehr mit den 3D-Action-Spielen verbinden, die seit 1999 erschienen sind. Der erste, noch recht kantige 3D-Prince of Persia wurde sogar im Fernsehen beworben. Be the Prince. Prince of Persia 3D for your PC. Aber besonders die Spiele der Sands of Time-Saga zwischen 2003 und 2005 sind vielen positiv in Erinnerung geblieben. 2008 war mal wieder ein Reboot fällig und man brachte ein Spiel in einem comicartigen Look für die Xbox 360, PS3 und den PC heraus, was eher für gemischte Reaktionen sorgte. Das letzte Spiel für den PC und die großen Konsolen war Die vergessene Zeit aus dem Jahr 2010. Hiermit kehrte Ubisoft wieder zu der beliebten Sands of Time-Reihe zurück. Doch es schien kaum noch jemanden zu interessieren. Der finanzielle Erfolg lag weit hinter den Spielen der hauseigenen Assassin's Creed-Marke, die sich ursprünglich aus der Entwicklung der Prince of Persia-Spiele ergeben hatte. Kein Wunder also, dass Ubisoft weiterhin diese durchaus ähnlichen Spiele herausbringt und die Prince of Persia-Serie immer mehr in Vergessenheit gerät. Command & Conquer war mal der Inbegriff des Echtzeitstrategie-Genres. Der erste Teil Tiberium-Konflikt erschien 1995 und überzeugte direkt mit seiner eingängigen Steuerung, der gelungenen Grafik und den für die Zeit aufwendigen Zwischensequenzen. Mehr als 60 Minuten High-End-Computer-Animation. Das Spiel erschien auf dem PC, der PlayStation, dem N64 und dem Sega Saturn. Es folgte das Spin-off Alarmstufe Rot, von dem über die Zeit 3 Teile erscheinen würden. Aber auch die ursprüngliche Serie ging 1999 mit Tiberian Sun und 2007 mit Tiberian Wars weiter. Im Jahr 2002 versuchte man sich mit Renegade sogar an einem Ego-Shooter, der gar nicht mal so schlecht war. Danach wurde mit Generals ein weiteres Spin-off entwickelt, das mit einem realitätsnahen Setting ebenfalls überzeugte. Nach dem 2008 erschienenen dritten Alarmstufe Rot ging es dann abwärts mit der Serie. 2010 brachte EA ein Spiel mit dem Namen Command & Conquer 4 Tiberian Twilight heraus, welches kaum noch etwas mit dem ursprünglichen Command & Conquer Konzept zu tun hatte und so gar nicht gut ankam. Das gleiche gilt für das 2012 erschienene Browserspiel Tiberium Alliances, was bis dato das letzte Lebenszeichen der einst so erfolgreichen Command & Conquer Serie war. You
thought they were extinct. They're back. Turok ist eine Ego-Shooter-Reihe um den gleichnamigen Indianer, der mal mit Pfeil und Bogen und mal mit großen Waffen fiese Dinosaurier und andere Bösewichte bekämpft. Der erste Teil erschien 1997 und bot auf dem N64 eine beeindruckende Grafik. Das Spiel erschien ebenfalls für den PC und sah mit Hilfe von starken 3D-Karten noch besser aus. Wie früher üblich musste man hier öfter mal hin und her laufen, um bei den teils komplexen Leveln durchzusteigen und alle benötigten Schlüssel oder Schalter zu finden. Einige weitere Turok-Spiele folgten, bis 2008 ein Reboot-Titel mit dem Namen Turok für die Xbox 360, PS3 und den PC erschien. Das Spiel erhielt gemischte Wertungen und konnte nicht an den Erfolg früherer Teile anknüpfen. 2015 erschien noch eine überarbeitete Version des allerersten Spiels für den PC. 2017 folgte dann der zweite Teil, ebenfalls mit ein paar Verbesserungen. Von echten neuen Spielen ist aber schon lange nichts mehr zu hören. Die Medal of Honor-Serie hatte ihren Ursprung als Shooter im Zweiten Weltkrieg. Im ersten Teil der Serie kämpfte man zwischen 1944 und 1945 an der Westfront. Dieses Spiel mit dem einfachen Namen Medal of Honor erschien 1999 auf der ersten PlayStation. Viele der nachfolgenden Spiele waren sehr erfolgreich und konkurrierten schon bald mit Call of Duty. Seit Anbeginn der Serie erschienen neue Spiele im Abstand von 2 bis 3 Jahren und thematisierten verschiedene Kriege. In der Version von 2010 konnte man im Multiplayer sogar als Taliban spielen. Diese wurden nach zahlreichen Beschwerden in Opposing Force umbenannt. Das letzte Spiel erschien 2012 und war, statt einer ernstzunehmenden Konkurrenz zu Call of Duty und Co., leider nur ein sehr mittelmäßiger und wenig erfolgreicher Shooter. Das ist auch der Grund, warum sich der Publisher Electronic Arts inzwischen lieber auf das erfolgreiche Battlefield-Franchise konzentriert. Die Burnout-Serie startete mit dem gleichnamigen Spiel im Jahr 2001 auf der PS2. Später folgten grafisch etwas verbesserte Versionen auf der Xbox und dem GameCube. Hier ging es im Hauptspielmodus bereits darum, bei Rennen dem Verkehr auszuweichen und durch gefährliche Manöver Boost zu sammeln, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Es folgten zahlreiche weitere Spiele für verschiedene Konsolengenerationen, in denen insbesondere das Zerstören von gegnerischen Autos einen Schwerpunkt in den Rennen bildete. Ihr bisheriges Ende fand die Serie mit Burnout Paradise, das auf der PS3, Xbox 360 und dem PC erschien. Hier konnte man sich das erste Mal in einer frei befahrbaren Stadt namens Paradise City bewegen und diese mit schnellen Autos und später auch Motorrädern unsicher machen. Das ist nun leider schon 10 Jahre her, sodass auch diese Spieleserie seinen Platz in dieser unrühmlichen Liste findet. Stattdessen durfte der Entwickler sich unter dem EA-Banner an neuen Need for Speed-Teilen wie Hot Pursuit oder Most Wanted versuchen. Inzwischen arbeitet das Team an verschiedenen Spielen und ist zum Beispiel für die gelungenen Weltraumkämpfe in Star Wars Battlefront 2 verantwortlich. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der erste Teil der Third-Person-Grusel-Shooter-Serie Dead Space war 2008 kein großer finanzieller Erfolg, wurde aber von vielen Kritikern gefeiert. Umso erfreulicher war es, dass man sich dennoch dafür entschieden hatte, einen zweiten Teil zu produzieren. Auch dieser war sehr gut und verkaufte sich besser als der erste Teil, konnte die hohen Produktionskosten von über 60 Millionen Dollar aber nicht wieder reinholen. Der dritte und letzte Teil erntete einige Kritik, da hier 2013 erstmals Mikrotransaktionen unter dem Publisher EA in ein großes Vollpreis-Singleplayer-Spiel eingebaut wurden. Dead Space 3 hatte sich zudem recht weit von dem ursprünglichen Survival-Horror der ersten Teile entfernt. Es schnitt in der Presse insgesamt ein gutes Stück schlechter ab als die Vorgänger, wurde aber dennoch für den neuen Koop-Modus und die gelungene Grafik gelobt. Auch dieses Spiel hätte sich besser verkaufen müssen. Da EA das Entwicklerstudio Visceral Games inzwischen geschlossen hat, dürfen wir wohl nicht so schnell mit einem neuen Teil der Serie rechnen. Dungeon Keeper erschien 1997 auf dem PC
und stach dadurch hervor, dass man hier mal die Bösen spielen durfte und mit seinen hervorbeschworenen Monstern, Rittern und Zwergen den Garaus machen konnte. Den Monstern baute man dabei ein gemütliches Heim und ließ sie trainieren und studieren, während man sein Dungeon weiter ausbauen konnte. Nachdem der erste Teil sehr gut ankam, erschien 1999 der ebenfalls gute zweite Teil. Beide kann man inzwischen bei GOG.com kaufen, um sie immer noch auf modernen PCs zu spielen. 2013 erschien ein neues Dungeon Keeper Spiel für Smartphones, in dem die üblichen Free-to-Play-Mechanismen wie künstliche Wartezeiten eingebaut wurden und man immer wieder zum Geldausgeben gedrängt wurde. Peter Molyneux, der Schöpfer des Originals, bezeichnete das Konzept des Spiels als lächerlich und auch der Metacritic User Score hat mit 0,3 von 10 kaum noch etwas mit den hochgelobten ersten Teilen zu tun. Ein weiterer guter Name, der unter dem Dach von EA in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dungeon Keeper Fans haben allerdings inzwischen mit den Dungeons spielen und dem sehr Dungeon Keeper ähnlichen War for the Overworld passable Alternativen zur Verfügung. Mass Effect ist eine Action-Rollenspielreihe des Entwicklers BioWare. Die Produktionsqualität der ersten drei Spiele ist unglaublich hoch. Man wird geradezu in das fremde Universum hineingesaugt und es macht unheimlich viel Spaß, Planeten zu erkunden, mit unterschiedlichen Personen zu reden, fiese Aliens abzuballern, Fähigkeiten auszubauen und die sich immer weiter entfaltende, spannende Geschichte zu erleben. Lediglich das Ende von Teil 3 war für viele Spieler nicht zufriedenstellend. Mass Effect Andromeda ist das vierte und wohl vorerst letzte Spiel der Reihe. Nach Verschiebungen und Problemen bei der Entwicklung wurde das Spiel besonders für die oft etwas merkwürdigen Gesichtsanimationen kritisiert. Das Spiel stammt allerdings auch nicht von BioWare selber, sondern von dem Support-Studio BioWare Montreal, die hiermit ihr bisher größtes Projekt abgeliefert haben. Das Spiel war nicht schlecht, erreichte aber nicht das Niveau der ersten Teile und war auch finanziell nicht so erfolgreich. Nur 5 Monate nach dem Release des Spiels wurden alle Arbeiten am Singleplayer-Part des Spiels eingestellt. Keine Patches, kein Story-DLC zu den offenen Erzählsträngen. Ungewöhnlich für einen so großen Titel. Das Studio wurde kurz darauf von EA geschlossen. Nach diesem traurigen Ende ist es recht unwahrscheinlich, dass in nächster Zeit ein neues Mass Effect-Spiel erscheinen wird. BioWare selber arbeitet derzeit am Destiny-artigen Anthem, das voraussichtlich 2019 erscheinen wird. Die 4-Reihe startete im Jahr 2005 auf dem PC und wurde später ebenfalls auf die Xbox 360 und PS3 portiert. Das Spiel zeichnete sich besonders durch die gelungene Atmosphäre, gute KI und tolle Effekte in den actionreichen Gefechten aus. Der Zeitlupenmodus war damals noch recht unverbraucht. 4.2 ging etwas mehr in Richtung Mainstream und versuchte alles Mögliche ins Spiel reinzupacken. Es ist vielleicht nicht so besonders geworden wie der erste Teil, aber immer noch gut. Mit dem dritten und letzten Teil aus dem Jahr 2011 ist man dann leider auf die Nase gefallen, denn dieser gilt als unterdurchschnittlicher Shooter. Schade, dass auch diese Serie so ihr Ende fand. Das sind natürlich nicht die einzigen Spieleserien, von denen man nichts mehr hört. Aber 10, die mal groß waren und die ich auch selber gespielt habe. Welche Franchises vermisst ihr? Welche Serie verdient ein Reboot? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert einfach den Kanal, gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video mit allen Leuten, die ihr kennt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!